Wieder im Dschungel unterwegs. Moin, hier ist der Angelus. Es geht weiter mit God of War Ragnarök. Wir bekämpfen jetzt gleich den Drachen, der sich hier oben noch befindet, der Landdrache. In der letzten Folge konnten wir sein Nest mit Futter befüllen. Das heißt, wir haben ihn wieder angelockt. Und er müsste jetzt hier hinter der Wand hocken. Und das ist auch der letzte Drache hier in dieser Zone. Dann bin ich hier durch, hier unten im Dschungel, und kann mich wieder zurückbewegen zum Krater und dort auch den Rest abschließen. Leute, willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder dabei seid in Folge 95. Die freuen sich auch, die Blattflieger da oben. Oh, und da ist auch noch eine Echse, die habe ich gar nicht gesehen gerade, weil ich so auf die Flieger geguckt habe. Okay, weiter geht's. Schöne Pflanzen. Anuspflanzen. So, wir gehen jetzt zum Drachen und dann bekämpfen wir den. Mal gucken, was der drauf hat. Da scheint ja, es wäre ein Landdrache. Mal gucken, ob der auch Flügel hat. Ja, der macht, glaube ich, auch so Gift. Wow, ist der größer als die anderen? Das ist wirklich ein Landdrache, der hat keine Flügel. Wie wär's mit Nachtisch? Tu's nicht. Das ist einfach so eine Echse. Oh, der hat diese Punkte an den Seiten da. Vorsicht, jumpen! Der ist wie der Typ, wie der Drache aus Alfheim. Aber jetzt habe ich meinen Speer. Ich kann mal gucken, wenn er stillhält, was passiert, wenn ich da reinschmeiße. Das hat er aber gespürt. Ich hab die, glaube ich, nicht richtig erwischt, die Dinger. Ist das da weg? Der Leute ist, glaube ich, weg. Ist tot? Ja, guck mal, jetzt liegt er. Okay, das war gut, glaube ich. Eins. Leute, übrigens, vielen, vielen Dank an alle, die gestern in der Folge wieder einen Daumen nach oben da gelassen haben. War doch gestern, oder? Ja, ne? schön ausgewichen. In dem Moment macht er einen Schritt zurück, habt ihr das gesehen? Blöd war das. Okay, ich kann ihn noch unterbrechen mit meinem Sturm. Wer hat mich jetzt nach vorne geschubst? Schuppen! Such dich vorne. Okay. Ja. Ja. Jetzt musst du wieder rumstunken. Wieder neue Stellen für den Speer. Ah ja, die Druckwellen, die kennen wir auch von dem anderen. Ah, zu früh ausgewichen. Ja, jetzt musst du dich wieder umdrehen. Habe ich da getroffen? Nee. Was ist da ihn? Ist rot die Stelle. Ah, geht. Er kommt runter! Er ist unten! Hol mehr Fleisch! Holy shit! Scalper! Kommt runter! Das macht er dreimal. Oh! Nicht dein Ernst, weil ich da so früh... Nein! Ich hab keinen Auf... What? Geil, Wiederbelebungsstein! Hast du seine Lebensleiste gesehen? Nee? Ich auch nicht, weil die nämlich schon weg war. Okay, das war am Ende richtig blöd. Ich sag sogar noch, er macht dreimal die Welle und dann roll ich beim letzten Mal einfach viel zu früh und dann trifft mich der Mist. Okay, so kann man nochmal ins Video starten.
Toll. Nochmal. Wie wär's mit Nachtisch? Tu's nicht. Achtung, Schuppen! Stell dir mal nicht so punktgenau, ey. Das ist nicht. Weg von hier! Jawohl. Weiter! Also diese Drehung macht es echt blöd, aber wenn man so dicht bei ihm steht. Man kann echt rollen, wenn er mit dem Fuß aufgestampft hat. Das geht schon. Achtung, Schuppen! Ich war aber noch in der Animation. Es sind noch keine neuen Stellen erschienen jetzt, wo ich das machen kann. Bin ja gar nicht gerollt, aber nur so stehen geblieben. Nein, nein, nein. Okay, was noch? Vorsicht, Schuppen! Oh Gott, ey. Huiuiui. Nein. Okay, das ist jetzt aber wirklich ärgerlich, so ein bisschen. So ein bisschen schon. Da war der erste Versuch gar nicht so schlecht und dann sterbe ich wegen so einer Unaufmerksamkeit. Und der zweite Versuch war richtig, richtig schlecht. Aber wie Mimi immer schon gesagt hat, ne? Warum müssen alle guten Dinge eigentlich immer drei sein? Wie wär's mit Nachtisch? Tu's nicht. Das ist das Gesicht, das Gesetz des Universums. Nicht immer dreimal. Stelle ist rot. Weiß ja nicht, warum er eben in dem Kampf gar keine zwei weiteren Stellen bekommen hat. Wo will er hin? Er versinkt einfach im Boden. Nach hinten! Nochmal? Nein. Alter, immer im Sprung, ey. Der Sprung war so schön. Und dann kommt sowas. Er kriegt keine weiteren Stellen an den Beinen, ey. Irgendwie komisch. Zeit verlangsamen.
Okay. Alter, wie das zurückgeht. Okay. Dafür war der dritte Versuch aber gut. Habe ich ja gesagt. Wenigstens immer der dritte. Ist er nicht hungrig gestorben. Wenigstens ist er nicht hungrig gestorben. Und genau. Damit sollten wir etwa die Hälfte der Drachen im Krater erledigt haben. Die Hälfte? Hm. Ich kann die Vögel hören. Sie feuern uns an. Sehr schön. Na gut, im Krater gibt es halt noch welche, ja. Hier im Dschungel nicht mehr. Das war das Schlackerhorn. Und ein Amulettzauber. Sieht nach Heilung aus. Regenerationsessenz. Kann ich sogar benutzen. Bonus aktiv wegen Vitalität. Fügt eine kleine Menge konstanter Gesundheitsregeneration hinzu. Oh, den nehme ich. Was haben wir hier noch? Erst Rüstung? Habe ich jetzt mehrmals. Sehr hohe Glückschance auf einen Gesundheitsschub bei jeder erfolgreichen Tötung durch Runenangriffe. Ne, der hier ist besser. Habe ich dann hier einen, der nicht so ganz so wichtig ist? Erhöht den Nahkampfschaden während Weltenverschiebung. Das geht noch. 25% Widerstand gegen alle Statuseffekte. Dies beinhaltet Frost, Brand, Blendung, Benommenheit, Gift, Schock und Bifrost. Nimm ich den da rein. Permanente Lebensregeneration, auch außerhalb des Kampfes. Müsste ich ja permanent immer regenerieren. Voll gut. Also es wird wahrscheinlich nicht so viel sein, aber den nehme ich mit. Ja, er ist nicht hungrig gestorben, weil er hier noch sein letztes Abendmahl durch uns bekommen hat. Schön. Und damit sind wir hier im Dschungel fertig. Haben diesen Bereich hier auf 100% abgeschlossen. Im ganzen Wanderheim bin ich jetzt bei 76, weil hier jetzt halt noch der Krater kommt. Da kommt noch einiges dazu. Und da wird es auch noch weitere Drachen geben. Ich habe jetzt insgesamt 3. Einmal drüben ein und hier 2, ne? Und drüben sollen aber noch mehr sein im Krater. Schauen wir mal. Ja, sorry Leute, dass es wieder 3 Versuche sein mussten. Was willst du machen? Ab und zu hast du halt einfach krumme Finger und drückst die falschen Sachen. Oder timingmäßig für den Arsch. Aber es klappt ja. Oh. Dafür liegen hier aber noch ein paar Heilsteine rum. Die nimmt man gerne mit. Hirsche brauche ich, glaube ich, auch noch einen, ne? Müsste auch noch einer drüben sein beim Krater. Für die ganzen Nebenquests. So, Mimir, was? Hast du eine neue Geschichte? Wir sind gerade im Boot. Die Flüsse jetzt? Wohl an neue Stellen des Kraters? Ja. Ja, jetzt muss ich mich hier durchzwängen, weil der Fluss jetzt die Wege kleiner macht. Bauch einziehen, heißt es immer. Was ich interessant fand, dass das bei dem Landdrachen eben gar keine Animation kam, jetzt für Finisher oder sowas. So, nun sind wir hier. Wir sind zurück in den Ebenen. Es ist viel schöner hier, wenn das Wasser fließt. Ach was. Dann kann ich mir jetzt den Weltenriss hier schnappen. Nur so eine kleine Insel. Wird bestimmt gekämpft, oder? So auf dieser kleinen Insel hier. Oder ist es halt noch so ein Baby drin? Ah, Wissensschriftrolle. So ein Kind vom Weltenbaum. Eine Narbe ist geboren. Schatzkarte. Tja, hat mir auch schon länger nicht mehr. Schatzkarte hier. Und das sieht durchwachsen aus. Eher nach. Nach Dschungel? Oder ist das diese Tür da? Es gibt einen klaffenden Schlund in Vanaheim. Und zwar nicht nur den Mund meines lieben Freundes Aki. Gibt es einen besseren Ort für einen Schatz, ein riesiges Loch im Boden? Die Arbeit wurde praktisch schon für mich erledigt. Wo gab es denn so ein riesiges Loch im Boden hier in Vanaheim? Das heißt ja nicht, dass es hier im Krater ist, aber eigentlich schon, ne? Die Stelle nicht gesehen. Ist das nicht da hinten, das da?
in Schatzkarte hier dran steht, müsste das ja auch hier in dem Gebiet sein. Vergrabener Schatz, ja. Na gut, vielleicht so ein Loch im Boden mit irgendwas sollte ich sehen. Hier ist noch ein bisschen, sieht es ein bisschen grün aus. Vielleicht gibt es da ja noch Verwachsung. Ansonsten wäre das hier. Okay, mal gucken. Yggdrasil Kind drin? Nein. Rechts von dir! Ich kämpfe auf dieser kleinen Insel gegen. Gegen zwei! Und wie du hier auch gar keinen Platz hast, um aus den Giftwolken richtig zu gehen, ey. Mit lila. Lila Lebensbalken auch noch. Rechte Seite! Sieht gut aus. Hinter dir! Scheiß Gift. Ich weiß, ich will immer erstmal den vor mir wegmachen. Ich guck da ist Feuer? Flammen, aber das wusstest du wahrscheinlich. Okay. Einer weg, jetzt fühle ich mich freier. Hallo. Hä? Ich bin ausgewichen. Weg da. Kein Leben mehr. Guck ihn an, Alter. Wie der da am Rumkotzen ist, ey. Echt eine fiese Stelle hier für die Weltmiss. Zwei hier hinpacken, die ganze Insel, kleine Insel hier verseuchen mit Gift, wo du nicht viel Ausweichmöglichkeiten hast. Die sind immer noch hier. Aber ich hab's geschafft. Der Standard der Knochen, glänzende Legierung. Okay. Asgard-Barren, 6 Stück. So, jetzt kann ich in die Richtung weiterfahren. Da kann ich noch anlegen. In dem Bereich da hinten war ich ja noch nicht, ne? Und dann gab es doch hier noch eine Stelle, wo ich da oben hinkomme. Vielleicht auch mal hier weiterfahren, damit man alles hier in die Ecke, vielleicht komme ich denn, ja, ja, genau hier. Hier konnte ich auch nicht hin. Vielleicht ist das ja auch ein Loch im Boden und dann ist hier hinter da die Tür. Wer weiß, für die Schatzkarte. Okay, ein Riss weg. Jetzt sind hier noch weitere Risse. Einer noch. Der da. Okay, cool. Das Gebiet hier werde ich aber, haben wir ordentlich was geschafft, ne? Das ist ja echt groß. Zusammen mit dem Dschungel noch das Ganze hier. Da ist ja halt dieses Seil gespannt. Vielleicht komme ich von da aus da hinten hin. Genau, hier konnte ich ja. Hier konnte ich ohne Wasser halt vorher noch nicht hin. Aber riechst da komme ich jetzt. Die Futterstelle. Wird wohl auf der Jagd sein. Wir kommen nachts zurück. Wir müssen hier wieder nachts her. Mitten in der Nacht gefallen. Das ist also eine weitere Drachenstelle hier. Das ist also da unten der Bereich. Da sieht man auch die ganzen Knochen. Das ist der Futterstelle, ja. Okay. Und hier wieder was für den Wunschbrunnen. Und noch ein Kristall für den Teich. Genau. Zum Wunschbrunnen gehe ich aber erst hin, wenn ich den ganzen Krater fertig habe, damit man nicht öfters hin muss. Schade, dass ich mich so da oben nicht schon hinziehen kann. Ah, doch, hier. Ich komme zwar nicht in die Futterstelle, das nur nachts. Aber da ist kein Loch. Das ist hier ein kleiner Fluss oder Tümpel. Und da die Tür ging ja nicht auf, die kann ich dann von dieser Seite aufmachen. Aber so komme ich da gar nicht hin. Die lassen mich da echt nicht hinspringen. Ich kann da nur rüber. Okay. Aber die wollte ich ja auch haben.
wer? Also das waren die hier oben, ne? Die habe ich immer von. Die habe ich ja schon gehört. Die Seder-Typen. Die von den Totems wegziehen, weil die sonst immer geheilt werden. Na ja, danke. Lass mir es regnen! Aua. Die müssen weg. Immer den ganzen Kram immer schmeißen. Mach mal Wölfe, Junge. Von links! Hinter dir! Pass auf! Ja, der nervigste von allen hier. Ey. Guck ihn dir an. Als hätte er sein Müsli. Sein Müsli zum Frühstück nicht bekommen, ey. So sauer. Kann ich. Ne, das kann ich schon lesen. Schöne Musik. Da unten ist ein Spaziergänger. Komme ich nirgendwo durch. Okay, das Wissen können wir mitnehmen, die Kiste noch öffnen. Perfekt. Weiteres Seder-Lager ausgeschaltet. Gut, dass du die Runen erlernt hast. Dummheit. Sie werden uns dumm nennen, weil wir uns der dunklen Magie zugewandt haben. Damit können wir leben. Zumindest war die Asen-Invasion für eine Sache gut. Sie hat die Naivität unseres Glaubens verdeutlicht. Wir dachten, dass Freundlichkeit und Harmonie mit der Natur uns retten würden. Wir dachten, Liebe würde Liebe hervorbringen. Wir haben es verdient, für solche schamlose Dummheit bestraft zu werden. Tja, oder war vielleicht euer Weg viel smarter und die Asen und Odin waren die, die bekloppt sind mit ihrem toxischen Verhalten vielleicht? Tja, kann man so oder so sehen. Je nachdem, auf welcher Seite man steht. Pack Silber. Aber voll gut. Warte, wenn ich da die Tür aufmache, kann ich dann hier runter? Nee, ne? Hier lassen sie mich halt überhaupt nicht da runter, um dann das Gitter schon mal zu öffnen, weil könnte ich nämlich nachts, also das ist noch so ein Ding. Dann könnte ich die Zeit auf nachts drehen und dann schon dahin. Aber so funktioniert das nicht. Das heißt, ich muss nachts anmachen und dann den ganzen Weg rumrennen, weil ich hier auch nirgendwo runter darf. Ärgerlich. Moin. Ein Vogel. Den Angriff. Holy shit. Hat der das plötzlich eilig? Na, ich glaub. Rechte Seite, Bruder! Denkst du aber, der schießt daneben, dabei folgen dir die Pfeile dann plötzlich auf deine Position, ey. Pariere den Angriff! Richtig. Hast du den? Ja, zu spät, ne? Das hat er nicht kommen sehen. So, aber hier die Tür, das war es nicht, wo der Schatz vergraben war. Vielleicht habe ich...
die Stelle auch noch gar nicht gefunden. Wie denn alle Türen wieder zu sind, nur weil die Sonne scheint. Ist hier drin nicht noch irgendwas gehabt? Nee. Ich dachte sonst, dass es das war. Es muss irgendwie so ein rundes Tor gewesen sein mit ein bisschen Gestrüpp noch. Okay, hier haben wir dann auch ein Boot. Und mit dem könnte ich dann zu der Insel fahren, wo der Blitz ist. Ist sonst noch irgendwo was geändert? Was mit der Wasseroberfläche zu tun hat? Kein Loch im Boden. Wieso stellen sie hier kein Boot hin? Ja, ist echt ein bisschen anstrengend mit dem Tag-Nacht-Wechsel, dass sie hier in dem Kratergebiet wirklich nur diesen einen Tempel da gemacht haben, wo Brocks Laden auch ist. Das heißt, ein bisschen laufen musste hier immer. Und, kann man sich den Blitz nicht angucken? Also von nahen? Hat keine Anlegemöglichkeit. Ich dachte, wir können ihn vielleicht noch anklicken oder irgendwas machen oder sowas anfassen. Schade. Da ist die nächste. Ah, da ist der Schatz. Da, guck mal, da, das Bauwerk sieht genauso aus wie auf dem Bild. In die Richtung. Und da ist noch ein zweiter Tempel, also für Tag-Nachtwechsel. Okay, hab also nichts gesagt. Die haben da noch einen. Ich war halt nur in dem Bereich dahin, meine ich. So, hier war dann der, da war der Weltenriss. Okay. Gut, dann mache ich doch erstmal die Seite hier fertig. Dreh hier nochmal die Zeit um. War das ein Gegner? Achso, das ist immer noch der Spaziergänger da vorne, ne? Gehe ich nämlich hier zu Mr. Brock. Mal gucken, ob noch irgendwas verkauft oder gekauft werden kann. Ich brauche ja einen neuen Wiederbelebungsstein. Das wäre echt mal wichtig. Und dann stellen wir die Tageszeit um und bekämpfen den Drachen. Dann nochmal bei Nacht. Hey, ich nehme dir die Quasir-Gedichte mit Vergnügen ab. Ja, ja. Manchmal, wenn ich einen Sitzen habe, versuche ich gern, mir einen Reim darauf zu machen. Drachenzahn liegen gelassen. Okay. Eine Verbesserung für das Amulett ist verfügbar. Ach stimmt, das ist allerletzte, ne? Dann ist mein Amulett auf Maximum. Liebe! Wie bitte? Das Rätsel! Was wird größer, je mehr man wegnimmt? Liebe! Oh. Was für abartige Beziehungen hast du denn bisher geführt, Mimir? Das ergibt null Sinn. Ich stimme zu. Also bitte! Von euch zwei Stoffeln lasse ich mir ganz sicher nichts über Romantik erzählen. Was wird größer, je mehr man wegnimmt? Oh. Immer noch das Rätsel, ey. Das ist doch schon voll lange her und er ist immer noch nicht drauf gekommen. Ich dachte eben, was will er denn jetzt schon wieder? Okay, wir haben hier einige Symbole, die wieder Neues zeigen. Aber hier Maximum, damit gibt es jetzt auch, glaube ich, eine Trophäe. Wie es so läuft. So, da muss ich unbedingt auch gleich nochmal ein bisschen Zeit für mich selber investieren, um beim Amulett zu gucken, welchen nächsten Dreierbonus ich jetzt da reinpacke. Das müsst ihr euch aber nicht antun. Ich werde euch dann im nächsten Video präsentieren, wie ich das Amulett umgebaut habe. Jetzt, wo alle, schön, euch Rumtreiber wieder mal zu sehen. Wo alle Plätze im Amulett... Hast du was für uns, Brock? Wo alle Plätze in Amulett verfügbar sind. Also Leute, ich bedanke mich fürs Einschalten in der heutigen Episode. Ja, sorry für den Drachenkampf, dass ich dreimal, weil ich mich ein bisschen dumm angestellt habe, dreimal kämpfen musste. Vielleicht wird es aber im nächsten Drachenkampf besser, wenn ich hier zur Futterstelle gehe. Und das werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Also bis dann, macht's gut. Ciao.